Michael Kutzoff. Hat gut gestanden als Libero gegen Stuttgart am letzten Freitag. Darum hat er heute eine neue Chance bekommen. Eilt. Schön gemacht. Tor! Bitte schön, ein Auftakt nach Maß, 14. Spielminute, das 1:0 für Werder Bremen. Und das ist das, wovor Herbert Prohaska am meisten Angst gehabt hat, von den Flanken, die von den Flügeln kommen. Eilt schaut noch einmal, wer da in der Mitte ist, Neubert taucht tief. Und da hat Künast als direkter Gegenspieler von Neubert überhaupt keine Chance, Franz Wohlfahrt im Tor eh nicht. So genau war dieser Kopfball gesetzt. Könnte schießen. Abgefälscht, Tor! Jawohl! Das 2:0. Jimmy Herrmann. Doch, unglücklich für die Austria. Aber was soll's, der Ball ist drin. Gut 20 Minuten gespielt. Hier nochmal die Aktion. Herrmann hat da viel Platz. Da zieht er ab. Und da wird der Ball abgefälscht von einem Österreicher. Da in der Mitte war es. Der Abwehrspieler der Austria gab dem Ball eine neue Richtung, Wohlfahrt damit ohne Chance, aber als Torschütze wird mit Sicherheit Günther Herrmann an der Anzeigetafel notiert. Auch bei ihm weitergehen. Und drüben an der Strafraumgrenze wird das Spiel fortgesetzt mit einem Freistoß für Werder Bremen. Schönes Tor! Hey, war das gut gemacht! Kurzer Freistoß! Und Riedle hat getroffen! Super! Ein Student im Training mit Sicherheit. Auf den kurzen Pfosten Karl-Heinz Riedle mit 2, 3 Schritten zum Ball hingegangen. Und da macht er eigentlich schon alles perfekt. 3:0 für Werder Bremen. Nach 57 Spielminuten. Er ist wieder da, der Kalle Riedle. Und der Franz Wohlfahrt kann das alles gar nicht fassen. 3 Stück, meine Güte. Das hat sich der Nationaltorhüter Österreichs sicherlich nicht unbedingt träumen lassen. Aber es ist die logische Konsequenz der Bremer Überlegenheit. Hufer, kurze Ecke, da ist er drin, jawohl! Sehr schön hat er das gemacht und wie er sich da durchgesetzt hat. Ein unwiderstehlicher Antritt des Neuseeländers, den Otto Rehhagel aus der Schweiz geholt hat, ausgeliehen. Hier, schauen Sie nochmal, da guckt er erst auf den Ball, da legt er ihn sich vor und weg ist er. Und der musste einfach ins kurze Eck gehen, anders wäre die Möglichkeit zum Tor nicht gegeben. Und wenn er den Ball lang gezogen hätte, da wäre sicherlich ein österreichisches Abwehrbein davor gewesen. Das 4:0. Alles klar, alles perfekt. Auf. Elfmeter! Eieiei! Da waren sich Schieds- und Linienrichter nicht ganz einig. Der Linienrichter zeigte zur Fahne, der Schiedsrichter sofort auf den Punkt. Vielleicht kriegen wir das noch einmal, diese Szene. Wird schwierig, schätze ich. Auf alle Fälle, da haben wir es, ja. Auf alle Fälle klares Foul an Bockenfeld durch Ernst Aigner aus dieser Position, aber schwer zu erkennen, ob es im Strafraum war oder noch vor dem Strafraum. Dieses wird Herr Halle aus Norwegen sicherlich gut gesehen haben und darum sein Pfiff also sicherlich berechtigt. Schauen Sie, Aigner lässt Bockenfeld da über die Klinge springen. Kutzoff ist der Mann für solche Fälle. Jawohl, aus dem Standpass. 5:0. Und er schießt ja variabel wie kein anderer. In jedem Spiel sucht er sich eine andere Ecke aus.
gegen den VfB Stuttgart war es links unten, jetzt rechts oben. Noch einmal, 5:0 für den SV Werder Bremen. Rauschendes Fußballfest im Weserstadion. 75 Minuten gespielt.